diesen schon fast winterlichen Impressionen heiße ich euch herzlich willkommen zu einem neuen Joscha und Dexter auf Tour Video. Wir befinden uns heute in einer ehemaligen Nike-Stellung, die rein durch die amerikanische Armee betrieben wurde. Und zwar sind wir hier in Dichtelbach im Hunsrück. Das Ganze gliedert sich hier auch in drei Bereiche. Das heißt einmal die Feuerstellung, wo wir uns jetzt gerade befinden. Da filme ich mal eben kurz drüber her, denn ich habe in der Vorerkundung und auch bei Google Maps bereits gesehen, dass hier nichts Nennenswertes mehr steht. Allerdings kann man die gesamte Infrastruktur daran noch erkennen, dass hier die ganzen Flächen nicht entsiegelt worden sind. Das ist zwar, die Gebäude sind zwar zurückgebaut, aber die ganzen Wege und auch die Fundamente, wo die Gebäude standen, das ist alles noch vorhanden. Das filme ich jetzt nicht komplett ab, nur einen kleinen Eindruck. Wir gucken mal eben bei einer ehemaligen, einer der drei Feuerstellungen, wie das da jetzt aussieht. Und dann haben wir hier den Feuerleitbereich ebenfalls. Da, soweit ich das gesehen habe, existiert auch nur noch ein Gebäude. Gucken wir uns aber auch an. Und was hier richtig klasse ist, wir haben hier auch den Unterkunftsbereich. Und der ist noch komplett erhalten. Da stehen also noch Gebäude. Ich habe da sogar einen Sportplatz drauf gesehen. Da heißt es jetzt Daumen drücken, dass wir auf das Gelände drauf kommen, dass da irgendwo, und wenn es nur ein kleiner Gang ist, den Hase gebuddelt hat, dass wir irgendwie da auf das Gelände drauf kommen. Das wäre großartig. Was haben wir denn hier? Passen Sie mal auf. Ach nee, das ist gut. Ja, gut. Das ist ja also das Einzige, was hier noch steht, ist diese Löschwasserversorgung, diese Wasserzisterne. Und dann gehen wir jetzt einmal hier oben in den oberen Bereich. Und hier müsste dann auch gleich schon die erste Feuerstellung kommen. Wir werden übrigens den gesamten Bereich hier fußläufig erkunden, also die anderen beiden Stellungen auch. Denn hier ist forstwirtschaftlicher Verkehr ist hier frei und der Rest darf nicht weiterfahren. Wir mussten da oben an einer Grillhütte anhalten, bis dahin durfte man. Und da sah man auch schon eine ganz prägnante Einfahrt mit auch gelb markierten Bordsteinen. Das habe ich jetzt aber, die Anfahrt hierhin habe ich jetzt nicht gefilmt. Ja, und wir sind jetzt bereits wie der Profi, und das seid ihr mittlerweile auch, die Zuschauer erkennen kann, schon in dem ersten Abschussbereich. Und genau da hinten hat sich dieser Mannschaftsbunker befunden. Der ist also auch entsprechend verschwunden. Man hat aber die Erdwelle hat man da gelassen. Ja, und hier sieht man ja ganz klar, auch ganz schön erhalten noch, entsprechend diese Rollenbahn und die erste Stellung. Hier die zweite Abschussstellung. Und dann haben wir hinten noch die dritte, ja auch immer unschwer zu erkennen an diesen Stahlplatten. Ach, guckt an, und dann geht's hier. In der Theorie wird es jetzt hier noch in das Lagerhaus gehen, wo die Raketen entsprechend gelagert waren. Wir haben hier in dieser Stellung auch auf jeden Fall die atomaren Sprengköpfe vorrätig gehabt. Das war wohl scheinbar nicht in allen Stellungen so. Meines Erachtens hätte das aber rein aus logistischer rein aus von der Logik her raus hätten diese Sprengköpfe immer in der Stellung sein müssen. Denn
wenn da ein Alarm ist, dann ist ein Alarm. Da kann ich natürlich nicht erst noch drüben bei irgendeinem Sondermunitionsdepot anrufen und jetzt geht's los, Leute, schickt mal die Klamotten rüber. Das muss ich also meines Erachtens nach hier direkt vor Ort haben, um dann auch entsprechend schnell reagieren zu können. So, hier nochmal im Blick nach da hoch. Da gehen wir jetzt aber überall nicht mehr her. Das heißt, wir gehen jetzt hier zurück. Das wird nämlich sonst auch ein bisschen sehr theoretisch hier, die ganze Geschichte. Wir haben hier auf jeden Fall noch Bereiche, sehr große Bereiche sogar, mit komplett erhaltenem Betonboden. Das war hier alles überbaut. Man sieht hier die Außenwände. Und wenn man da genau hinschaut, sieht man hier auch die Isolierung, die die da in diesen Beton mit eingebracht haben. Hier hinten waren dann entsprechend auch noch kleine Gebäude. Wie die Amerikaner jetzt hier genau auch die Atomköpfe gelagert haben, weiß ich nicht. Ob die da in den, die müssen eigentlich in den Raketenhallen auch mit drin gewesen sein. Aber das hier ist wirklich eine große Fläche, ne? Das ist nicht ohne. Also das ist, müssen mehrere Hallen gewesen sein, irgendein Gebäude. Ich weiß, kann auch nicht genau sagen, wo jetzt hier die Wache stand, ob hier das Wachgebäude auch war. Das mag sein, weil da vorne ja auch der Haupteingang ist. Gut, bevor das hier, wie gesagt, alles zu theoretisch wird und zu viel Geschwurbel, bewegen wir uns jetzt hier wieder diesen letzten Eindrücken runter vom Gelände. Ein alter Verteilkasten. Ja, gut, ich denke, das war jetzt für den ersten Eindruck von der Feuerstellung her absolut ausreichend. Ihr seht, was hier noch ist oder was hier eben nicht mehr ist. Wir haben leider auch minus 2 Grad, fällt gleich die Hand ab. Deswegen beende ich jetzt eben die Aufnahme und wir gehen jetzt weiter aufs Gelände und bewegen uns jetzt in Richtung des Unterkunftsbereiches bzw. des Feuerleitbereichs. Bis gleich. Habe ich das vergessen zu erwähnen? Ich weiß es nicht mehr. Ich glaube, aber ich habe gar nicht gesagt, bis wann die Amerikaner hier waren. Das heißt, ich habe jetzt die Quelle, die mir gerade zur Verfügung steht, die zeichnet, soweit ich das gesehen habe, gar nicht aus, wann die hier angefangen haben. Aber sie waren hier nur bis 1983. Also ziemlich früh schon aufgegeben worden, das Ganze. Was hier dann noch wieder interessant ist, einfach die Struktur, die man damals in dem Gebiet hatte, die dicken links und rechts Fahrbahnen, Einfassungen, die betonierten und dann entsprechend diese Straße. Also man braucht ja eigentlich nur zu folgen, dann kommt man zu den anderen Stellungen automatisch hin. Und dann zeige ich euch, bevor wir jetzt gleich die Bereiche betreten, nochmal prägnante Wegmarkierungen, sag ich mal, woran man das hier auch sehr gut ausmachen kann, dass sich da wirklich mal einer was bei gedacht hat und das auch auf größere LKWs ausgelegt hat, das Ganze. So, hier haben wir einen kleinen Ausweich-Wartebereich. Den wollte ich eben noch mitgefilmt haben, damit wir hier auch die Feinheiten der Struktur sehen.
die Sonne steht tief. Ich hatte es vorhin schon angesprochen. Ich weiß jetzt nicht mehr, wie ich es genannt hatte. Die baulichen Feinheiten, wie auch immer. Wir haben hier eine Verkehrsinsel. Eine recht großzügig angelegte Verkehrsinsel, die auch hier mit so Betonfundamenten eingefasst ist. Und an diesen Verkehrsinseln, beziehungsweise nicht an diesen Verkehrsinseln, sondern hier konnten dann die LKWs, Fahrzeugkolonnen, was auch immer sich hier dann bewegte, natürlich ungestört aneinander vorbeifahren, ein- und ausfahren in die verschiedenen Bereiche. Diese Richtung, da geht es gleich in den Unterkunftsbereich. Da werden wir jetzt noch nicht hingehen, denn ich möchte die Spannung da nicht nehmen und ich möchte sie mir auch nicht nehmen, ob wir da drauf kommen. Das heißt, wir kommen da unten aus der Richtung. Das ist jetzt ziemlich simpel. Wir müssen nur dem Weg folgen. Dann kommen wir zum Feuerleitbereich, den wir dann jetzt zuerst mal abschreiten werden. Da muss ich noch mal eben gucken, was wir hier für ein Teil haben. Ja, es ist irgendein... das ist ein Schüttgut. Das ist ein Schüttgut-Container, alles klar. Jetzt sehe ich es, da ist Rollsplit drin für den Winterbetrieb. Nein. Keine Ahnung, von wann das Ding ist, ob das vielleicht sogar noch authentisch aus der Zeit ist. Sieht ziemlich mitgenommen aus. Möchte ich jetzt keine Aussage zu treffen. Alles reine Mutmaßung. Ja. Gut, dann habe ich euch die Verkehrsinsel gezeigt. Das heißt, sprich vor jedem Feuerleitbereich, Unterkunftsbereich, als auch der Feuerstellung war dann so eine Möglichkeit zum Ein- und Ausfahren. Ja. Wir machen noch mal ein paar Höhenmeter, denn der Feuerleitbereich muss auch eigentlich noch höher gelegen sein als die anderen Bereiche. Eigentlich muss das an der höchsten Erhebung hier sein, denn die Radargeräte funktionieren ja nun mal am besten da, wo sie ganz oben stehen und wo nicht irgendwelche anderen Geostrukturen die Wellenlänge beschränken. Gut ausgedrückt, ne? Ja. So. Ja, das ist auch hier über das Alter dieser Schranke, das lässt sich auch alles nur spekulieren, ne, ob das noch Originalausstattung von damals ist oder nicht. Wer weiß es schon. Ja, wir gehen jetzt weiter und ich schalte euch dann in dem ehemaligen Feuerleitbereich wieder zu. Also hier geht es auf jeden Fall ordentlich steil rauf und hier sehen wir auch schon das erste Hinweisschild. Denn was bietet sich bei so einer Höhenlage an? Was macht man aus dem ehemaligen Feuerleitbereich? Genau, das was da auf dem Schild drauf stand oder was da jetzt immer noch drauf steht. Jetzt habe ich, wenn man hier so nach links mal durchschwenkt, ja, da sieht man schon zwei Windkraftanlagen. Das heißt also, hier oben geht es jetzt in eine Linkskurve. Vielleicht sind wir dann da. Wollen wir mal schauen. Ja, was ich hier trage, ne, kennt ihr auch mittlerweile, wer den Kanal öfter schaut. TechGear Smog mit dem belgischen Jigsaw. Und dann habe ich hier noch den... eine Reproduktion eines englischen Tarnschals aus Weltkriegs II Zeiten. So, nochmal einmal nach vorne gefilmt. Ja, das war noch nicht das Ende der Fahnenstange. Da geht es also doch nochmal eine ganze Ecke rum. Hier hat man scheinbar aufgeschottert, um die Windkraftanlage da vorne errichten zu können, damit die großen Geräte hier drehen können, einfahren können, etc. Ja, schauen wir mal, wo es uns noch hinführt. Wir sind immer noch nicht oben und man sieht, man hat hier einen richtig tollen Ausblick. Da hinten sieht man die Autobahn. Ja, müsste die Autobahn, das ist glaube ich die 61.
Ja, kommt auf der Kamera natürlich überhaupt nicht rüber. Hier geht es immer noch weiter. Da oben steht noch ein Windrad. Ich könnte mir vorstellen, wenn ich das so sehe, dass wir da hinten auch gleich in dem Bereich sind. Es scheint der höchste Berg hier, der höchste Punkt am Berg zu sein. Und es ist immer gut, wenn man so ein bisschen funktionale Kleidung hat, dann kann man nämlich, wenn man solche Anstiege hier bewältigen muss, eben dafür sorgen, dass der Wärmehaushalt am Körper einfach besser reguliert wird. Und dazu ist es immer super, wenn man hier, weiß nicht, ob man das jetzt vernünftig sehen kann, es ist einfach zu dunkel mit dem Gegenlicht, wenn man seine Jacke entsprechend unter den Achseln öffnen kann, habe ich noch ein Vlies drunter, welches ich ebenfalls öffnen konnte. Ja, die Bündchen hier, die habe ich auch aufgestellt, die hatte ich vorher geschlossen. Und auch unten hier am Saum habe ich das ebenfalls geöffnet, so dass es die Luft nicht mehr abschließt, sondern dass wir da Zirkulation haben. Das Ganze hat sicherlich auch 2 bis 3 Grad gebracht, also richtig gut. Dann habe ich da drunter eh noch ein Funktionsshirt. Wenn man also dann noch stärker schwitzt, wird das Wasser einfach vom Körper abgeleitet. Und ja, ihr habt dann einfach keine Probleme mit Feuchtigkeit oder mit Kälte, wenn ihr dann, sag ich mal, ins Camp kommt oder wo auch immer ihr euch aufhalten wollt. Das ist dann alles ziemlich trocken. Ja, Sonne blendet. Nochmal ein kleiner Ausblick hier vorne raus. Ich nehme an, dass ich jetzt in den nächsten 5 Minuten da sein werde und dann schalte ich euch wieder dazu. So, wir haben es geschafft. Wir sind hier im Gelände. Hier ist schon der erste Trumm von Windrad. Da steht auch gerade. Ach Gott. Hier sind Servicetechniker Firma Enercon unterwegs. Warten etwas. Guck mal, hier haben wir schon die ersten Zeitzeugen. Hier haben wir noch, ja, irgendwelche Hülsen auf jeden Fall im Boden. Das ist jetzt auch rein spekulativ. Es gab so Einsteckhülsen, die man da entsprechend reinstecken konnte, um eine Kfz-Sperre zu errichten. Ob das jetzt so etwas ist, vermag ich nicht zu sagen. Ja, dann gucken wir jetzt mal hier auf dem Gelände, was hier überhaupt noch ist. Da hinten sehe ich wohl, ist noch ein Funkturm. Das Ganze nennt sich hier Bürger Windpark Kandrich. Was haben wir da, irgendwas zu stehen? Wahrscheinlich nicht. Ah ja, hier steht nur ehemalige Raketenstandort Kandrich im Ingelheimer Wald. Seit 95 sind die da irgendwie bei. Ja, ich lasse das jetzt einfach mal so stehen. Ich könnte mir vorstellen, dass die wahrscheinlich an verschiedenen Einrichtungen, ehemaligen Nike-Stellungen, was aufgebaut haben. Ah ja, hier ist auch die Übersicht. Das hier ist der ehemalige Feuerleitbereich. Ich meine hier unten. Da sind noch irgendwo ein Gebäude wenigstens. Das gucken wir uns gleich an. Wir sind von hier ganz hinten gekommen. Da oben, das wäre der Unterkunftsbereich. Ja, genau, hier sieht man auch die große Einfahrt. Tja, sind wir jetzt überall lang gelatscht. Hier sind alle Standorte dieser Windanlage. Ja, gut, jetzt genug geschwafelt darüber. Dann gehen wir jetzt mal weiter. Ach, pass mal auf. Hier sehe ich jetzt gerade erst. Hier ist das Dreieck. Also sprich, das muss hier also alles noch Zufahrt gewesen sein. Das heißt, diese Dinger da können durchaus, kann das sein, dass das eine Sperrvorrichtung war,
die also einfach komplett ausschloss, dass man hier überhaupt in diesem Bereich fahren konnte. Ja, das ist jetzt ein bisschen... Oder die haben das... diesen Verteiler innerhalb der Anlage gehabt. Und das war nicht außerhalb der Anlage. Das kann natürlich auch sein. Ja, alles Spekulatius hier. Hier ist auch sehr viel... Oh ja, guck mal an. Hier ist auch sehr viel zurückgebaut oder... blockiert worden. Ich weiß gar nicht, ob wir hier so weitergehen können. Ja, also ich... Nee, da können wir drum rumgehen, glaube ich. Ja, da können wir wohl hergehen. Komm mit. Da können wir lang gehen. Das passt. Okay. Ja, weitere Eindrücke, wenn wir da unten an den Gebäuden sind. Vielleicht kann man da noch irgendwas von ableiten, was es mal gewesen ist. Ah, das ist sehr schwierig, hier irgendwas zu sagen. Hier sind wohl Wallstrukturen erkennbar. Die können aber auch neueren Datums sein. Kann sein, dass die hier das, was man so, was hier so anfiel, an Schutt und an Abraum, dass man es vielleicht aufgetürmt hat, um es dann mit Erde zu bedecken. Kann sein, ist nur so eine Theorie. Hier unten fängt es relativ flach an, dann geht es hier hoch. Das ist auf jeden Fall ein Weg, ein begehbarer Weg. Ob das hier vielleicht früher auch schon eine Straße war hier, ne, die man entsprechend, wie gesagt, entsiegelt hat. Keine Ahnung, wir gehen jetzt hier noch mal ein Stückchen weiter. Ich glaube, hier der ehemalige Feuerleitbereich, das ist hier eher so ein bisschen Naturvideo. Ob das was wird? Ja, gut, da vorne stehen noch Gebäude. Das sieht mir aus wie Garagen. Da liegt auch Garagentor oben drauf. Das ist auf jeden Fall auch ein Holzlagerplatz hier. Und hier vorne hat man eine Bank aufgestellt. Gut, das sind also die einzigen nicht entsiegelten Bereiche. Das heißt, da unten, da seht ihr auch so einen Haufen und Holz liegen. Das ist also alles irgendein Lagerplatz. Genauso wie die Geschichte hier. Das ist also auch nicht entsiegelt. Ja, wir gehen jetzt hier nochmal runter. Ich meine, dass hier noch ein Gebäude stand. Und wenn das nicht so ist, dann werde ich euch hier auch nicht weiter langweilen. Dann gehen wir gleich noch mal einmal zu den Garagen hin, filme ich da noch mal und dann sind wir hier auch schnurstracks aus diesem Bereich verschwunden. Wobei wir an dem Turm angekommen sind. Funkturm. So, das ist hier alles natürlich neueren Ursprungs. Ah, wir haben hier noch was stehen. Ja, was ist das, ne? Keine Ahnung. Kann von damals sein. Ist aber irgendwas eingelagert. Landwirtschaftliches, keine Ahnung, ja, so eine Art Silo halt. Ja, das Dach ist natürlich nicht original. Das ist also, ja, alles auch reine Spekulation. Ob dieses, also dass das Gebäude aus der Zeit ist, da gehe ich ganz stark von aus. Das sieht man hier an den Türen auch, an den Witterungsspuren. Aber was hatte es ursprünglich für ein Dach? War das vielleicht auch irgendwie Asbest belastet? Hat man das deswegen zurückgebaut? Hat auch diesen grünen Tarnanstrich, Blitzableiter. Ja, gut, das könnte sein, dass das hier der einzige Zeitzeuge noch aus der Zeit ist. Ich gucke noch mal eben an der Außentür hier, an der anderen Außentür, ob wir da noch irgendwas finden. Eine Inschrift. Ne, da ist nichts. Da ist einfach nichts zu sehen. Gut, dann machen wir uns jetzt ganz einfach. Wir gehen hier um die Ecke rum. Dann filme ich noch mal eben bei den Garagen. Und dann machen wir uns hier wirklich vom Acker. So, ja, das Innenleben einer solchen Garage, die Tore
sind da raus. Ja, von wann ist das Ding, ne? Von wann ist das hier? Schwer zu sagen. Ich meine, die Stellung wurde 83 aufgegeben. Sind das Garagen, die man vor 83 in diesem Stil gebaut hat? Hier hingen mal Schilder. Da war was angeklebt. Und hier war auch mal eine Bohrung mit irgendwas. Feuerlöscher vielleicht, ja, weiß ich nicht. Auf der anderen Seite war auch so eine Bohrung. Beziehungsweise sind auch Dübel in der Wand, da war auch mal was drin. Ja, also wenn ihr mich fragt, ich würde das eher derzeit zuordnen. Ich würde sagen, das stand hier. Aber wenn, muss es ja aus einer Nachnutzung gewesen sein. Und ach ja, ich weiß es nicht, ne? Wer stellt sich da drei so Garagen hin irgendwie? Die haben auch noch ein Fenster. In jeder ist eine Tür und ein Fenster auch drin. Ach, keine Ahnung. Gut, also ihr habt das hier gesehen. Ach, da vorne ist noch hier. Ja, super. Das sind jetzt auch die letzten Fragmente, die ich noch eben filmen kann. Hier ist noch so ein bisschen Beton auch aus der Zeit. Ah ja, gut, hier war auf jeden Fall auch ein Tor in irgendeiner Weise. Hier unten sieht man noch Struktur auf dem Boden auch. Das heißt, hier wird irgendeine Halle gewesen sein. Ja, und hier hat der Abbruchbagger hat da rumgeknuspert an der Stelle. Das ist also, man sieht es ja hier, alles abgebrochen worden. Das hat man, den Ausläufer hat man noch gelassen da. Ja, gut. Oder auch nicht gut, wie auch immer man will. Ja. Das ist wirklich jetzt hier totales archäologisches Klein-Klein. Ja, da kannst du auch. Ja, das ist also, gibt leider nichts mehr her hier oben. Aber ich hab's, wir dürfen sagen, er war stets bemüht. Ich habe es jetzt nicht unversucht gelassen, hier noch irgendwas rauszuholen. Und ich hoffe, dass wir da hinten bei dem Unterkunftsbereich jetzt noch einen richtigen Treffer landen. Das wäre also wirklich sehr, sehr wünschenswert. Und wenn nicht, werde ich auf jeden Fall, so gut es irgend geht, versuchen, das Ganze von außerhalb zu filmen. Ja, hier kommst du auch gar nicht mehr lang. Wir müssen hier irgendwie außen rum jetzt, weil ich habe auch keine Lust, den Weg wieder zurückzugehen. So, genug geschwafelt. Ich habe dem Areal hier schon eigentlich viel zu viel Zeit geschenkt. Und wir sehen uns jetzt gleich am Unterkunftsgebäude wieder. Keine weitere Zwischensequenz, versprochen. Da hat das versprochen und schon das Versprochen gebrochen. Denn dieses Gelände hier ist so ätzend zu begehen, dass wir hier nochmal geguckt haben, wo wir überhaupt rauskommen. Dann habe ich doch tatsächlich hier das Gesamtkonvolut wahrscheinlich der ehemaligen Beleuchtungen, der ehemaligen Lampen, die hier mal auf dem Gelände angebracht waren, noch in der Peripherie gefunden. Das finde ich, muss man sagen, ja, man freut sich schon über Lampen, beziehungsweise über Lampenfüße. Das ist ja richtig geil. Ja, jetzt müssen wir sehen, dass wir hier uns nochmal durchschlagen, bis wir wieder nach vorne kommen. Sonst müssten wir hier komplett außen rum gehen. Übrigens, hier steht nirgendwo, dass das hier ein Naturschutzgebiet ist oder das Betreten verboten ist. Also dieses Geländes hier explizit steht hier nicht. Das ringsherum ist Naturschutzgebiet. Das steht auch überall, keine Frage. Aber hier steht nichts. So, ich muss auch davon ausgehen, dass man es betreten darf, weil da oben ist ja auch diese Bank angebracht. Von daher glaube ich nicht, dass ich mich jetzt hier auf irgendwelchen unrechten Faden innerhalb dieser Anlage befinde, die im Übrigen auch umzäunt ist, wie ich gesehen habe. Allerdings mit so einem Wildschutzzaun. So, jetzt ist wirklich Schluss und wir sehen uns sofort wieder am Unterkunftsgebäude. So, jetzt habe ich mein Versprechen wirklich wahrgemacht. Jetzt sind wir hier im ehemaligen Unterkunftsbereich.
Tja, jetzt müssen wir nur mal gucken, ob wir hier irgendwo gleich die Möglichkeit haben. Oh, Alter, ey, bin über das Ding da gestolpert. Das siehst du natürlich auch nicht, wenn du wie so ein Irrer hier auf dieses Loch im Zaun glotzt. Also, ich will es mal so sagen. Das werden wir gleich auch wahrnehmen. Wir gehen trotzdem einmal hier ums Gelände herum, um mal zu schauen. Irre ich mich oder ist das ganz ähnliche Struktur wie die Garagen, die wir da hinten schon gesehen haben? Nicht, dass es jetzt so eine Garage wäre, aber sieht es nicht so ähnlich aus. So, passt auf, wir haben hier noch ein paar Kleinigkeiten, die ja noch da sind. Das hat auf jeden Fall hier Firma aus Rehde gebaut damals. Und wir haben hier auch noch 5 miles per hour und 10 kpr. KPR, was ist das? Ich hab keine Ahnung, ich weiß es nicht. Wer es weiß, diese Einheiten, der schreibt es bitte in die Kommentare. Hier haben wir leider nichts mehr draufstehen. Ja, und hier hat mal irgendwer auch ein Schild scheinbar gebastelt. Da war, glaube ich, mal oben was dran. Und das Ding hat wahrscheinlich mal irgendwo gestanden. So, was ich hier nicht sehe in der Straße bisher oder auch... Ja, hier ist mal irgendwas neu gekommen. Vielleicht irgendwas verlegt. Ich sehe da keine Durchfahrtsbeschränkungspöller. So, wir gehen jetzt erstmal hier noch ein Stückchen am Rand des Geländes entlang. Und wenn es da was Interessantes gibt, schalte ich euch dazu. Was ich jetzt schon sagen kann, ist, da im Hintergrund sieht man ein Gebäude. Das ist also ja, einfach in keinem guten Zustand mehr. Ja, da ist überall der Putz ab. Oh, ich gehe einmal kurz ein bisschen näher ran hier noch. So, weiter geht's gerade nicht. Aber das kann man wohl erkennen, glaube ich. Das ist alles einfach desolat. Ne? Egal. Immerhin steht hier überhaupt noch irgendwas. Gut. Wir machen uns auf den Weg. Bis gleich. Tja, was soll ich noch sagen? Das hat geklappt. Ich kann allerdings wahrscheinlich eher wenig zu den ganzen Gebäuden sagen. Das hier ist offensichtlich irgendeine Art von Technikraum, Heizungsraum. Das ist hier natürlich alles mittlerweile, naja, steht seit 83 leer, die Bude hier. Ne? Da ist natürlich einfach nicht mehr das meiste zu holen. Aber es sind noch Gebäude da. Hier sind auch, das sind richtige Unterkunftsgebäude, gehe ich von aus. Die vergitterten Fenster deuten bei der Bundeswehr eigentlich immer auf Waffenkammern hin. Wie die Amerikaner das geregelt haben, weiß ich nicht. Wir bewegen uns jetzt erstmal hier vom Rande des Geländes weg und gehen mal einmal hier umfassend, von rechts umfassend, um das Gebäude herum und schauen mal, was da für Eindrücke auf uns warten. So, von hier mit der Sonne wirkt das schon alles sehr viel freundlicher, das Ganze. Hier vorne haben wir eine Feuerleiter. Hier liegt irgendeine... Ja, was liegt da? Stoffröhrenhalterung. So, hier der äußere Bereich. Hier ist auf jeden Fall wieder geteert. Ich glaube, da vorne ist entsiegelt worden. Da müsste eigentlich auch eine Straße gewesen sein. Meines Dafürhaltens nach, weil da hinten auch ein großes Tor war. Da wird man ja nicht immer über den Rasen gelaufen sein. Ne? Ja, hier vorne irgendein Versorgungsschacht irgendeiner Art. Ja, ich höre auch das Wasser da plätschern. Da unten gehen wir auch nicht weiter in den Bereich, beziehungsweise da hinten ist noch irgendwas Technisches auch. So, zur Orientierung, geradeaus ist der Haupteingang, wo wir vorhin gefilmt haben. Jetzt hier links ist dann dieser
ja, dieses ziemlich runtergerockte Gebäude. Die Handläufe, alles ist noch da. Ja, dann schauen wir uns doch jetzt mal eben hier vorne drin um. So, kommst du mit? Mal eben gucken, was wir hier in dem ganzen Modder noch finden können. Ach, das ist ja super geil. Hier stehen noch so wunderbare Schlagworte, die filme ich euch gleich ab. Das ist ja richtig cool. Hier war wahrscheinlich mal so ein Aushang. Ich könnte irgendwas reinschieben, was einstecken. So. Guck mal hier, was für eine runtergerockte Bude, ey. Das ist hier auch typische Bundeswehrausstattung, die wir hier haben. Oh, hier lag auch ein schöner Teppich drin. Auch wunderbar diese Rauffaser. Boah, das ist fürchterlich. Unglaublich. Psst, komm mal hier hin. Was machst du denn da wieder? Da gehen wir gleich hin. So, hier sind auch irgendwelche Sanitärräume. Hier ist der Raum 102a. Oh ja, der hätte auf jeden Fall auch noch so ein Scharfschaltschloss oder ein. Hier ist das Sight Monitor drin. Ich weiß nicht, wofür die Bezeichnung genau steht. Sight ist auf jeden Fall hier auf dieses Gelände bezogen. Was der Monitor ist, weiß ich nicht. Ich glaube, das ist der Kasernenfeldwebel oder sowas ist, der Manager in gewisser Weise. Ich habe keine Ahnung. So, was haben wir hier? Hier ist noch ein Durchgang. Da gehen wir gleich lang. Richtig geil. Jetzt gucken wir uns erst eben noch mal eben hier den unteren Bereich noch mal schnell an. Ja, da machen wir doch ein bisschen längeres Video draus, ne? Wir haben ja hier alles am Start. Klobrille, toll. Dexter, komm hier hin. So. Ja, das ist halt alles. Es ist alles Bruch, ne? Machen wir uns. 108a. Und noch mal eben. Ja. Ah ja, okay. Sehr schön hier. Ach, richtig toll. Da hinten ist auch noch einer. Hm. Ja, hier haben sie auch schon was versucht abzubrennen. Diese Leute sind einfach alle so behindert, ey. Ja. Gut. Alles Kernschrott hier. Hier hat man später wahrscheinlich. Ja, weiß ich aber auch nicht. Auf jeden Fall ist es hier alles Ständerwerk. Der Teppichboden wurde da verklebt. Ja, irgendein Rigipsständerwerk hier auf jeden Fall. Wie alt das ist, erschließt sich mir jetzt auch nicht. Ich weiß auch nichts über eine Nachnutzung dieses Geländes durch irgendwen. Das ist, habe ich auch keine Ahnung. So, und jetzt gehen wir da mal hoch. Psst, komm mal hier hin. Komm mal hier hin. Ach ja, wir machen hier One Take. Ich filme euch das eben einmal alles ab. Man kann natürlich jetzt auch da nochmal dran lang gehen. Da spielt man ein bisschen bedeutungsschwangere Musik ein und macht da ein riesen Ding draus. Möchte ich jetzt aber nicht. So, das haben wir auch. Hier geht es nochmal hoch. Die Leiter ist allerdings entfernt. Ja, hier haben wir auch noch irgendeinen Sanitärraum. Scheinbar konnte man da durchgucken. Ich nehme den Hund jetzt hier mal auf den Arm, weil hier ist alles. Voll mit Herrschaftszeiten. Mit Glassplittern. So, kann man da
da noch einmal rein. Ja, gut. Also passt auf, das hier. Ah ja, die Decke ist massive Betonbauweise. Schon mal gut zu wissen. Und jetzt gehe ich noch eben die Treppe wieder runter. Und dann gehen wir mal hinten mal durch diesen wunderbaren Gang. Und dann schalte ich euch wieder zu. Ich mache das jetzt mal eben für ein paar Sekunden aus. So, und weiter geht's. Das hat schon was, ne? Das hat schon was. Das ist richtig hier so. Ja, es ist schon bald so ein bisschen Südstaaten-Feeling. Die Veranda. Hier noch der Schaukelstuhl. So, diese Bereiche hier. Ah, okay. Reduced portions available, no smoking. Ja, das lassen wir aber aus. Das ist ein Küchenbereich. Einmal noch reingefilmt. Da hinten ist noch eine schöne Wandverkleidung drin. Ja. Oh, der ist dicht. Da kommen wir nicht rein. Hier ist noch wieder ein Aufgang zu diesem Küchenbereich. Komm her. Dann können wir doch einmal hier reingehen vielleicht. Ne, können wir nicht. Das lassen wir. Ja, komm. Sodom und Gomorra ist das hier. Hier liegt noch eine Tür, die da mal drin war. Gut, wir gehen hier weiter. Haben wir hier noch irgendwas? Ne, hier können wir ein bisschen reinfilmen. Ja. Das ist auf jeden Fall. B geht auch noch mal nach oben. Das ist dann halt der Wohnbereich B. Das wird wahrscheinlich genauso aufgebaut sein wie der andere Bereich. Das schenken wir uns jetzt auch. Extra, komm mal hier hin. Psst. Komm hier hin. Immer dieses Verselbstständigen da. Los, wir gehen hier wieder runter. Ja, geh mal daher, ist doch egal. So. Wir nehmen hier die Treppe. Dann gehen wir postwendend da unten hin, wo ich nämlich auf den Luftaufnahmen schon den Sportplatz gesehen habe. So, hier ist noch wieder irgendein Gebäude, das ich jetzt auch nicht zuordnen kann. Woher auch, es steht nichts dran. Dann gucken wir uns hier noch mal eben dieses kleine Wachcontainerchen an. Gebäude 581. Schön ausgebrannt. Ja, kann natürlich sein, dass das der Original. Das Original Schreibtischchen war, das da mal drin stand, beziehungsweise immer noch drin steht, was mal in Benutzung war, muss man so sagen. So, gut. Das heißt also, den oberen Bereich haben wir jetzt abgearbeitet und ich finde auch ausreichend,
durch mehr Schutt muss ich da einfach nicht durch. Dann gehen wir mal hier nach unten und ich schalte euch gleich wieder zu. Und dann herzlich willkommen im unteren Bereich, nenne ich es jetzt mal. Das ist eventuell sogar der Sportbereich. Use Ground Guide. Das klingt für mich nach Sport. Hier haben wir recht viel freie Fläche. Dann haben wir hier schon mal das Erste, was es in irgendeiner Weise zu deuten gilt. Hier liegen ein paar Panzerplatten. Dann haben wir hier so einen Sturz, der vielleicht so leicht grün, türkis vielleicht schon angemalt ist. Hier hinter bestand auf jeden Fall mal eine Wasserversorgung, mit der man dann vielleicht irgendeinen entsprechenden Bereich gewässert hat. Keine Ahnung. Hier an dem Gebäude selber sehe ich jetzt eigentlich auch nichts mehr, was Rückschlüsse zulassen würde, was es mal war. Ah, da wird mal zugemauert. Hier ist auch nichts. Vielleicht kommen wir hier durch. Ja, kommen hier durch. Tja, schwierig, schwierig. Das ist eine Heizungsanlage, glaube ich. Ne? Ich glaube, das ist eine Heizungsanlage da oben. Das Teil. Das heißt, man konnte das hier auf jeden Fall erwärmen. Na gut, ob das jetzt hier eine kleine Sporthalle war oder ob das eher auch so eine kleine Wartungshalle ist. Alles pure Mutmaßerei. Hier ist auch nichts weiter zu erkennen. Hell oder dunkel spielt keine Rolle. Ich sehe hier weder eine Inschrift noch sonst irgendwas. Da ist wohl noch was. S4 FWD. Tja. Das Einzige, was hier noch wäre, ist dieses Brett mit den Nummerierungen. Ja, ich muss davon ausgehen, da hingen wahrscheinlich Werkzeuge dran, ja. Denke ich mal. Gut. Also das wird hier nichts mit Sport zu tun gehabt haben. Das war wahrscheinlich irgendeine Wartungseinrichtung im weitesten Sinne. Das ist wahrscheinlich noch, weiß ich nicht, könnte noch aus der Zeit sein. Ansonsten ist hier leider in diesem gesamten Bereich nichts irgendwie so Persönliches. Es sind so ein paar Inschriften, die man damals mal getätigt hat, von Armeeseite her, aber irgendwelche Aufkleber oder so, die noch so eine persönliche Note hier reinbringen würden, die haben wir nicht. So, jetzt gehen wir aber noch hier vorne weiter. Und zwar hier haben wir den Sportplatz. Und der war mir doch ganz wichtig, dass ich den filme, und den nehmen wir natürlich jetzt mit, bevor wir dann gleich wieder das Gelände verlassen. Jawohl, hier war mal der Eingang, offensichtlich. Das ist alles komplett verwittert, der ganze Zuweg, ist nichts mehr von da. Könnte man graben, wird man vielleicht noch ein Pflaster irgendwie zum Vorschein bringen. Dann haben wir hier so einen Hartgummibelag und dann entsprechend Spielfelder aufgemalt. Das hier dürfte ja Basketball sein. Und dann konnte man hier auch noch Netz zwischenspannen, und von den Spannhöhen her kann ich mir gut vorstellen, ja, wobei das kann man hier gar nicht rüberspannen. Nee, das ist wahrscheinlich ein reines Volleyballnetz. Da hat man es auch als Tennisnetz hat modifizieren können. Egal, ist auch jetzt nicht wirklich wichtig, glaube ich, ne? Okay, dann war hier wahrscheinlich mal so ein Fluglichtmast installiert, der die ganze Geschichte hier beleuchtet hat.
Na, wieder vorne, da ist auch so ein Mast. Ja, den haben sie da abgemacht. So sieht das hier aus. Ne? Dann haben wir hier noch glücklicherweise die Aufnahme für den Basketballkorb. Ja, damit haben wir hier dieses Gelände, diese Truppenunterkunft abgefilmt. Und ich drehe das nochmal um hier, das sind jetzt die letzten Worte, die ich noch sprechen werde. Und ich darf jedem dazu raten, dieses Gelände hier nicht zu betreten. Und zwar aus einem ganz einfachen Grund. Es ist nach einer anfänglichen Euphorie, wo man denkt, ja cool, da sehe ich mal was, was ich noch nie gesehen habe. Ihr habt gesehen den Zustand hier, es ist desolat. Es ist einfach nur Schrott, was hier rumsteht. Und ich finde es völlig ausreichend. Also wenn ich das jetzt gesehen hätte, na, bei YouTube, das hat einer gefilmt, dann würde ich sagen, alles klar. Schönen Dank, dass du den Schutthaufen hier für mich gefilmt hast. Ich muss da selber nicht hin. Und deshalb, ich appelliere an alle, die es hier sehen. Leute, geht hier nicht hin. Das ist hier wirklich total uninteressant. Hier gibt es nichts, was irgendwie, ja, wie soll ich sagen, noch irgendwie bedeutsam wäre oder so. Da fand ich den Sportplatz irgendwie schon auch am coolsten. Nichtsdestotrotz, ich bin froh, dass ich den Unterkunftsbereich der Amerikaner aus dieser Zeit habe filmen dürfen, denn ich weiß nicht, wie viele es von diesen in Deutschland noch gibt. Vielleicht ist das sogar von den amerikanischen betriebenen Nike-Stellungen der einzige Unterkunftsbereich, den es überhaupt noch gibt. Dann ist es aus diesem Grunde gut und schön, dass ich ihn hier dokumentiert habe. Aber sonst, ja, wie gesagt, ein eher schmuckloser, uninteressanter Ort. Alles klar, ich schalte jetzt ab, bevor ich das hier noch schlechter rede. Und wir sehen uns mit Sicherheit in einem nächsten Video wieder, wenn es heißt, Joscha und Dexter auf Tour. Und bis dahin, macht's gut, bis dann, ciao.